Das ist unser Pflicht und die ist uns klar. Der Frieden wird uns nicht von Göttern befrieden. Das Götter es gibt, das ist nicht wahr. Das Götter es gibt, das ist nicht wahr. Das Leben lost. Spitze zu bieten, das ist keine Lust, das ist uns klar. Doch Imperialismus verhindert stets Frieden. Das System bleibt immer, was es stets war. Es wird nur noch schlimmer, Jahr für Jahr. Das System bleibt immer, was es stets war. Es wird nur noch schlimmer, Jahr für Jahr. Als Klasse vernichten, das ist unser Totengräberberuf. Den Sozialismus für alle errichten. Geburtshelfer sein ist der Doppelberuf. Die Bourgeoisie als Klasse vernichten, das ist unser Totengräberberuf. Den Sozialismus für alle errichten. Geburtshelfer sein ist der Doppelberuf. Die beste Tageszeitung der BRD, unsere gute junge Welt, brachte gestern eine wichtige Anzeige, die wichtigste, die die Aktion am 3. Oktober 2020 für uns, für unsere Klasse, für das Proletariat betreffen. Ja, 30 Jahre sind genug. Revolution und Sozialismus.
Das ist nicht nur die Forderung der Jugend, sondern überhaupt die Forderung unserer Klasse, des Proletariats. Die FDJ erweist sich als konsequenteste Interessenvertreterin des Proletariats. Mit ihren Aktionen in Zwickau, Rostock, Halle, Eisenhüttenstadt und Jena hat die FDJ schon bewiesen, dass sie in der Lage ist, selbst unter diesen abscheulichen, klassenfeindlichen Kampfbedingungen hier in der BRD Gewaltiges zu vollbringen. Das soll auch in Berlin vom 1. bis zum 3. Oktober 2020 gelingen. Bitte unterstützt alle unsere gute, freie deutsche Jugend. Liebe Jugendliche, wartet keine Sekunde länger, werdet jetzt Mitglied in der freien deutschen Jugend. Da sind die klugen Freundinnen und Freunde. Mit ihnen sind eure und unsere gemeinsamen Ziele am ehesten zu verwirklichen. Ich liebe die freie deutsche Jugend. Geh deinen Weg und lass die Leute reden. Geh deinen Weg und hör nicht auf jeden, der dir seine Meinung in die Ohren schreit. Es geht ums Eigentum, das ist erkannt, um das Eigentum in unserer Hand. Für unser Eigentum ist es höchste Zeit. Wissenschaftlich begründet ist der Weg, den wir gehen. Können in finsterer Nacht den Tag des Sieges sehen. Gesellschaftliche Eigentum, es wird entstehen. Und es entsteht durch uns.
deinen Weg und lass die Leute reden. Geh deinen Weg und hör nicht auf jeden. Der große Florentiner hat's uns schon gesagt. Dante Alighieri hat's uns schon gesagt. Bourgeoisie verwirrt das Verständnis von unserem Ziel, erschwert die Erkenntnis, endlich den notwendigen Kampf gewagt. Wissenschaftlich begründet ist der Weg, den wir gehen. Können in finsterer Nacht den Tag des Sieges sehen. Gesellschaftliche Eigentum, es wird entstehen und es entsteht durch uns. Zurück und das wird so bleiben. Gemeinsam kämpfen wir bis zum Sieg und wir bleiben zusammen. Uns trennt nur der Tod, niemals der Krieg.
bist Kind, du bist noch nicht auf der Welt. Doch ich sorg mich um dich jetzt schon, denn du sollst wie die Eltern arbeiten für Geld, sollst dich verkaufen für Arbeitslohn. Weil du als Proletarierkind geboren wirst, sollst auch du Lohnarbeiter sein. Doch ich werd sorgen, dass du niemals dich verirrst. Ich werd dir sagen, wie wir uns befreien vom Proletarier-Dasein. Wir werden das gesellschaftliche Eigentum endlich herstellen, es ist Zeit. Mein liebes Kind, du sollst im Kommunismus leben. Zur Revolution bin ich bereit. Welt, oder ist es durch mich noch immer nicht so weit? Wir wissen, wem es nützt, wenn wir zaudern und sagen, dass wir über uns bestimmen, ist längst an der Zeit, dass wir über uns bestimmen. Ist längst an der Zeit. Nutze deine Lebenszeit, um für dich wirksam zu sein. Das Neue in die Welt hinein. Wir bestimmen, wie lange noch das alte Nahrung bekommt. Nie mehr tätig für Niedergang, nur noch tätig für uns. Nie mehr tätig für Niedergang, nur noch tätig für uns. Nie mehr tätig für Niedergang, nur noch tätig für das Leben. Nie mehr tätig für Niedergang, nur noch tätig für das Leben. We'll be right back.
Liebe Freunde und Genossen, 30 Jahre ist es jetzt her, als unsere DDR vom Schurkenstaat BRD annektiert wurde. Helmut Kohl versprach damals blühende Landschaften und er hat Wort gehalten. Wo früher Fabriken standen, blüht heute die ein oder andere Klatschmundwiese. Wer Helmut Kohl kennt, der weiß, was das bedeutet. Millionen Biografien wurden zerstört, unzählige Menschen wurden obdachlos oder kamen in Billiglohnjobs. Das Volk wurde gespalten. Diejenigen, die ins Elend gerieten, in die Arbeitslosigkeit, teilweise in die Obdachlosigkeit, die wurden von denen, die verdrin saßen, verspottet als Taugenichtse, als Faulenzer. So wurde das Land gespalten und zum zynischen Hohn auf seine Opfer behaupteten die Schergen des BRD-Regimes 23 Jahre später, als eine neue konservative Partei gegründet wurde, die hätte das Volk gespalten. Schauen wir mal, wie unsere Gesellschaft aussieht. Ich selbst bin ja in der ursprünglichen BRD aufgewachsen, in der Gastarbeiterzeit. Wir hatten Türken und Italiener, die Straßen kehrten, die Mülleimer leerten. Und jetzt haben wir hier auch Gastarbeiter aus der ursprünglichen BRD. Aber kehren die Straßen, leeren die Mülleimer? Die sitzen überall in den Chefetagen, in Wirtschaft, Politik, Kultur, Bildung, Justiz und Medien. Von den Gerichtspräsidenten sind alle aus der Alt-BRD. Von den 88 Universitätsrektoren waren mal zwischenzeitlich 3 Ostdeutsche, jetzt sind wieder alle 88 Plätze von gestrauchelten Existenzen aus der Alt-BRD besetzt, die für sich und ihresgleichen hochdotierte Abzockerpöstchen schufen, die eigentlich wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn machen. Ich denke immer, auch was die Einheimischen betrifft, die gewendeten Halses jetzt unterm BRD-Regime Karriere machen, an die Fabel vom rückwärts fliegenden Storch. Im Jahre 1990 hat sich ein DDR-Storch entschlossen, den Rest seines Lebens rückwärts zu fliegen, um der ganzen Welt die Bereitschaft seiner politischen Umkehrung zu präsentieren. Kommt auf dem Feld ein Hase ergorpelt und fragt, ja sag mal lieber Storch, was macht das für einen Sinn, Rückwärtsgang einzulegen? Ja, wir müssen halt alles anders machen als bisher. Und uns völlig neu orientieren. Und da der Hase, der fängt also an, rückwärts zu hoppeln, kommt ein hungriger Lausitzwolf aus dem Gebüsch geschlichen, sieht den rückwärts hoppelnden Hasen und denkt sich, jetzt bin ich vor Hunger schon verrückt geworden. Aber er will nochmal ausprobieren, ob der Hase wirklich existiert. Der Wolf schleicht also aus dem Gebüsch, legt die Kinnlade auf den Boden, reißt die Schnauze weit auf. Und in dem Moment, wo der Hase mit der hinteren Hälfte ins Wolfsmaul hineingehoppelt ist, macht der Wolfsmaul wieder zu und der Hase fängt an zu schreien, du blöder Storch da oben, schau, was du angerichtet hast, wegen dir frisst mich jetzt der Wolf. Ja, und sagt der Storch, ist mir doch egal. Niemand hat gesagt, dass die Wende für euch da unten gemacht worden ist. Und so sieht man, wie diese ganzen gestrauchelten Existenzen jetzt unter BRD-Regime gewendeten Halses Karriere machen. Und ein Hans Motrow, der hat ja einen Koller bekommen, als jemand von Kolonisierung sprach und sagte, das ist doch irre. Jetzt wird gerade meine Wohnung nach Wessi Geschmack renoviert und soll teurer werden. Dafür hat die Vonovia 1 Milliarde Euro als Schulden aufgenommen und da werde ich wohl umziehen, weil es alles zu teurer wird. Hauptsache, es wird nach Wessi Geschmack renoviert. Die Asozialen, die vorher schon drin waren, die Drogenabhängigen und so weiter, die bleiben drin. Also ich habe auch kein Bedürfnis mehr, da zu bleiben. Liebe Freunde und Genossen, ich lade euch ein nach Berlin zur FDJ-Veranstaltung. Kommt zahlreich, schaut es euch an. Es wird wirklich ein Highlight, das in eurer Erinnerung bleiben wird. Ich bedanke mich. Schöne, kluge Freundin, du erntest von mir keinen Spott. Nein, ganz im Gegenteil, ich lob dich, denn du bist jetzt bei der FDJ, bei der Freien Deutschen Jugend, will auch ich gerne sein. Ja, ich dank dir für den Antrag, hinaus, ich trete ein. Meine Mutter war schon dabei.
war so frei. Für Frieden und Sozialismus sind wir verpflichtet einzustehen. Es gibt nur sehr gute Gründe, in die FDJ zu gehen. Meine Mutter war schon dabei. Und auch mein Vater war so frei. Es gibt die guten Traditionen. Und Sozialismus zu sein. Ja, unser Leben soll sich lohnen. Drum werde ich Mitglied, trete ein. Zeit, um Zeit zu verlieren. Jeder Tag ist für den Anfang gut genug. Nicht länger warten auf irgendein Zeichen. Wir geben das Signal. Nicht länger warten auf gute Zeiten. Wir sehen jetzt die gute Saat. So werden wir den Weg beschreiten. Jetzt durch uns die Tat. Jetzt ist die Zeit, dass wir uns erheben. Das Rad, geh nicht mehr abseits, beginne zu leben. Wir erkämpfen unseren Staat, unseren Staat.